herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Die Sims 2. So, wir sind hier bei Familie Schmidt zu Hause und Ophelia hat soeben... Aha, okay, was ist mit dir los? Oh, Hygiene ist ganz schlecht. Ist ganz schlecht hier. Duschen. Genau, wir sind hier bei Familie... Was hast du? Du zockst nur. Du musst es zusammen abheben hier. Spielen aufhören. Reinbringen. Okay, das hat schon wieder aufgehört. Ah, okay. Lukas hat abgerufen. Ich denke gerade, hey, was ist los? So, was machst du jetzt? Nein. Das du weglegen. So, jetzt muss ich mich ein bisschen orientieren, was da alles los ist. Der nächste Kind, der will befördert werden. Was braucht ihr denn zur Beförderung? Einen weiteren Familienverein. Okay, wir haben 21 Uhr. Schlecht. Ellen Wolf. Chatten mit Ellen. So. Ophelia, du putzt hier. Genau, ich wollte eigentlich noch sagen, was wollte ich denn sagen? Ein schönes neues Jahr wünsche ich euch. Am Anfang hatten wir gleich hier einen Blitzeinschlag, kurz bevor ich gestartet hatte, und dann hat der Kaktus angefangen zu brennen. Aber was soll's, gell? Was soll man dagegen machen? So, das kann man alles wegtun. Jetzt, genau, wird mich interessieren, der kostet 2080. Hatte ich denn das gekauft? Das unfertige Auto. Ich habe mir nämlich jetzt gedacht, Lukas ist ja so ein Mechanikerfreund. Und da könnte ja das Ganze, genau, 800. Oh, okay. Das machen wir auf alle Fälle. So. Krasser Wagen. Ja, wir machen das einfach so. Den verkaufen wir und wir kaufen wieder einen neuen. Lukas kann wieder daran arbeiten. Sonst wird Lukas auch langweilig. So, was wollen wir denn hier alles machen? Oh, wir haben hier... Hier ruht Allegra. Hä? Die Urne ist doch kaputt gegangen. Oder täusche ich mich da jetzt? Was los, Kito? So, ich wollte ja eigentlich, schau mal, er will befördert werden, wie gesagt, wieso chattest du eigentlich nicht mit Ellen? Hat sich Ellen abgemeldet? Nö. Du sollst hier chatten mit Ellen. Ophelia geht schlafen. Eigentlich könnte er auch dann schlafen gehen, gell? Wenn er fertig gechattet hat. Hier, du gehst dann mal aufs PC benutzen. Aha, okay, die sind gerade ein bisschen verbuggt. Sehr gut. Ja. Sehr gut, ist ja gut. Ja. So, du brauchst wahrscheinlich jede Menge Lobe hier. Du wirst einfach jetzt gleich nochmal hier in die Sterne gucken. Beziehungsweise, warte mal. Nina, wie geht's dir? Du hast Hunger. Oder du kriegst dann bald Hunger. Das heißt, du wirst jetzt hier dann... Servieren? Nein, nicht servieren. Reste nehmen. Das Einzige, was ich jetzt halt gerne hätte... Hallo? Aha, es hat schon wieder gebrannt. Okay. Ich denke mir gerade so, hey, warum geht das nicht? Ich würde nämlich gern hier etwas... Ja, was ist denn, Katze? Die Katze weint schon wieder die ganze Zeit. Was könnte man eigentlich machen? Ich meine, ich wollte ja sowieso eigentlich mal hier das ganze Haus umbauen. Die Frage ist halt nur wie, gell? Ah, das ist so ein halber Ding. Ich meine, Kohle hätten sie ja. Genug Geld dafür hätten sie ja. Mir gefällt davon irgendwie nichts.
geht sie wahrscheinlich genau, da mieten wir raus oder was? Das war so klar. Das war so klar. Hier. Ich muss hier einmal was hinsetzen. Und dann kann ich den hier wieder... Nein! Das geht nicht so wie in Sims 3, stelle ich gerade fest. So, dann wirst du mal kurz hier aufhören. Ja, du wirst kurz aufhören und hier hingehen. Dann so. Aha, näher geht's gar nicht. Okay. So, wir können dann auch hier gleich zwei Teleskope eigentlich hinstellen, gell? Geht sich aus. Gut, dann können zwei zur gleichen Zeit hier gucken. Und eine Kleinigkeit probiere ich jetzt noch, ob das hier so funktioniert. Nehme ich ein Dach. Geht es hier so? So. Es gibt wahrscheinlich mehr Wahlen, ja. 20. Ah. Nö, es geht sogar bei dem. Das ist praktisch. Gut, dann gehen wir mal hier hin. Achso, der ist eh markiert. Dann kannst du wieder in die Sterne gucken. Du hast gesagt, du gehst schlafen. Gut. Wie geht's denn Nina hier? Nina holt sich schon ihr Essen. So. Ah, das ist dann eh schon leer. Haben wir dann eigentlich noch Reste? Nö. Ich bin gerade am Überlegen. Schau mal, die Eltern, die leben eh nicht mehr lange. Weil die haben jetzt eigentlich ihre Wünsche, haben sie ja großteils bekommen. Sie haben mal ein Enkelkind bekommen, sie haben es auch miterlebt, dass ein Verwandter heiratet. Das war zwar nicht immer so die große Zeremonie, aber es wurscht, sie haben das alles miterlebt. So, du willst jetzt was hier auf Zeit gehen? Du räumst es jetzt erstmal auf. Ah, Feuer. Echt jetzt? Das ist aber nicht dein Ernst, oder? Okay, warte mal. Ist das jetzt mal duschen? Dann ein Spiel mindestens 3000 kaufen. Was ist denn mit dem los? Eine Stereoanlage mindestens 1800 kaufen. Ja gut. Schauen wir mal, wie wir das zusammenbringen. Ein Spiel. Dann mal Stereoanlage. Wo ist denn die Stereoanlage? Hier. Mindestens 1800. Dicker Platz. Oh, die hat Platz. Ja, ich muss mir halt nochmal was überlegen, weil ich könnte jetzt hier sagen, da schläft Lukas in Zukunft. Also warte mal, wenn dafür haben wir dann noch ein... Oh, scheiße. Ich muss sowieso umbauen. Ich kann gar nicht anders. Ich muss umbauen. Es geht nicht anders. Ah. Der Einzige, der hier einfach so drin bleiben kann, ist eigentlich immer Lukas. Schau mal hier. Das Hasi-Buzi-Dor. Teddy-Hasi. Einen kleinen Tisch. Ja, was ist denn Kido? Hm?
Community. Tut dir was weh? Ich glaube, ich muss mir meine Katze kümmern. Wenn sie mich da ranlassen würde. Dein Territorium ist in Zukunft hier unten. Schläfst du? Du schläfst. Okay, aber du gehst hier duschen und dann gehst du entspannen. Jo, was ist denn? So, Nina. Fischen. Kido. Ab. Komm her. So, Abendessen servieren. Omas Supersuppe. Abendessen servieren. Spaghetti. So, dann gehst du einfach schlafen. Schlafen und schlafen zu. Jo, komm her doch. Hopp. Komm. Hopp. Katze, bleib da. Bitte da bleiben. Da bleiben. Schwabbelbauch. So, was ist mit ihm? Lukas, was macht der eigentlich? Du solltest doch duschen gehen. So, Süßigkeiten essen. Plätzchen. Meine kleine Katze. Ja, sie liegt jetzt gerade noch. Er ist weg. Nein, okay, warum du isst es dann einfach gleich essen? Dann hier Reste weglegen. Danina, wie geht's dir? Du hast noch immer Hunger. Harntragen, ach du Scheiße. Das ist so kompliziert, wenn die schwanger sind. Ach so, warte mal, ich wollte ja eigentlich seine Wünsche erfüllen, gell? Super. Schicke da! So, du gehst jetzt schlafen. Ugi, Ugi, Ugi. Ugi, Ugi, Ugi. Ugi, Ugi, Ugi. So, der wird gelöscht. Und dann brauchen wir hier zumindest mal die Stereoanlage. Bekommen. Super. Einen Fernseher von mindestens 3000 kaufen. So, was ist mit dir? Du willst jetzt hier nicht alles servieren, gell? Du gehst jetzt einfach hier essen. Dann gehst du aufs Klo und dann gehst du schlafen. Was hoffentlich nicht zu spät ist dann. So, du wirst dann hier Reste wegstellen. Und die Reste wegstellen. Und du kannst dann auch schlafen gehen. So. Herr Pelz und Frau Pelz. Gut. So, er will jetzt noch einen Fernseher haben. Ich meine, das ist ja wirklich alles ein bisschen auf der ärmlicheren Seite eingerichtet. Weil, keine Ahnung, am Anfang nicht so viel Geld da war oder so. So, Fernseher von 3000. 1800. Katze, da bleiben. Er steht aber wieder alleine, gell? 8000. Naja, das Geld hätten wir ja mal. So. So. Ein Computer von mindestens 2000 kaufen. Okay, dann tauschen wir einfach mal den da oben aus. Ah, genau, warte mal. Wir haben ja den von Ophelia, hatten wir eigentlich auch schon mal hier hingestellt. Und dann werde ich mal kurz zwischenspeichern.
hat ja einen, glaube ich, im Inventar, wenn mich nicht alles täuscht, genau. So, den hat es nämlich nicht fertig, also nicht hier abgespeichert hier. Verkaufen, Fels, Franz, keine Ahnung. Gut, Ophelia ist auch schon wieder wach. Benutzen, abziehen. Du gehst jetzt aus WC und dann schlafen. Du gehst wahrscheinlich auch viel zu spät schlafen, aber ist ja wurscht. Ja, got that away. Genau, du kannst nicht schlafen gehen, weil deine Frau dir den Weg versperrt auf der Treppe. Das ist super. Und du bist doch so ein Schwein, ja? So, jetzt werde ich hier mal kurz zwischenspeichern. Einfach mal zur Sicherheit, weil das Spiel stürzt mir sehr gerne ab, aus welchem Grund auch immer. Ich weiß es leider nicht. In der Zwischenzeit trinke ich hier meinen kalt gewordenen Tee. Wie geht es meiner Katze? Sie putzt sich wieder. Ja, ich weiß nicht, was der momentan hat. Dem geht es nicht ganz so gut. Richtig. Jammert rum, hüpft rum, springt rum, macht alles Mögliche. Ophelia verliert etwas Begeisterung für Bastelarbeiten, wenn das Hobby weiter Spaß machen soll, muss Ophelia mehr Aktivitäten nachgehen, die mit dem Hobby zu tun haben. Gut, so, aber was ich jetzt auch noch gerne möchte, ist, warte mal, den hier werden wir gleich mal hier oben hinstellen, ja? So, dann, was ist denn los, Schatzi? Schau, die kommt dahin. Katze haben wir ja leider keine mehr, die da putzen könnte. Was denn? Größeres braucht er im Endeffekt nicht. Und dann haben wir hier ein bisschen ein größeres Wohnzimmer. Genau. Ein paar kleine Umbauarbeiten. So. So, dann wird Ophelia jetzt wieder etwas trainieren, hätte ich gesagt. Die beiden schlafen. Das ist gut. Das ist, glaube ich, eh schon wieder kurz davor, dass sie eine Fehlgeburt erleidet. Wenn ich so dran denke, wie das bei Ophelia war, ständig. So, Ophelia, du trainierst jetzt. Immerhin wird sie ja schlank bleiben, ne? So. Okay, und der Katze tickt gerade völlig aus. So, wir haben jetzt noch zwei Tage, bis Lukas, beziehungsweise wenn ein Tag dann steht, dann werde ich Lukas und Nina aufs College schicken. Ophelia hat Begeisterung für Fitness entwickelt. Sie kann jetzt Proteinshakes aus dem Kühlschrank nehmen. Diese Meldung hatten wir doch schon, keine Ahnung, gefühlte 50 Mal oder so. Aber was soll's? Oh, Johnny, du bist wach. Okay, Bett machen, dann gehst du hier aufs Klo, du wirst es gleich säubern, weil das hat deine Frau anscheinend nicht gemacht und dann wirst du einfach Rest nehmen, gell? Um 4, um 5 Uhr morgens. So, dann neues Zuhause suchen, Job suchen. Ah, okay, chatten geht gerade nicht. Internetrecherche über Wissenschaft. Ja, die Frage ist jetzt halt, wann musst du heute arbeiten? Nein, du musst heute nicht arbeiten, aber du kannst... Ich glaube, in dieser Folge
Warte mal, du kannst. Jetzt muss ich hier nochmal in den Baumodus. Geht sich das hier aus? Nee. Da geht es auch nicht drauf. Haben wir so Wandregale eventuell? Nee, gar nicht so wenig, sind es vier. Oder? Warte mal, Oberflächen. Doch, haben wir. Kann ich aber auch gleich ein größeres nehmen, gell? Wenn das hier drüber soll. Nehmen wir diese Farbe und dann... Oh, genau, das schaut gut aus. Und dann können wir jetzt das draufstellen, bitte. Echt jetzt? Das kann ich nicht da draufstellen. Was ist das denn für ein... Was ist das denn? Verkaufsrauschtablett, ach so, nee. Das wollen wir nicht. Okay, weißt du was? Das bleibt einfach doof stehen, ja, legbar. So, dann steht sie wenigstens nicht am Boden rum. Und wir werden das hier und das hier auch einfach verkaufen. Haben wir hier noch irgendwas von der Katze? Hinsetzen. Nee, das war's jetzt dann, glaube ich. Alles andere. Nee, das passt. Okay, gut. Dann kann ich jetzt hier wieder in den Live-Modus reingehen. So, du schläfst auch nicht mal allzu lang. Also sie macht das richtig gut, muss ich sagen. So, wie gut, wie lange dauert das jetzt noch? Ja, Teller nehmen, wenn du gleich aufstehst. Dann wirst du einen Snack essen, einen Proteinshake zu dir nehmen, du wirst duschen und dann wirst du hier einen Teller nehmen. Oder machen wir es gleich oder warten wir den Punkt ab? Ich weiß es halt nicht, gell? Hörbar. 5 Punkte hätte sie dann. Okay, sie hört von sich aus auf. Es geht natürlich auch, ne? Makosi, lass Süvi geht schon um. Süvga, beschuvle Gina da um. So, wie geht's euch beiden? Euch beiden geht's recht gut, muss ich sagen. Ne? Wieso geht bei der eigentlich die Hygiene so schnell runter? Das verstehe ich nicht so wirklich. So, du wirst aber vorher jetzt noch mit Kevin sprechen. Schmeichler, aktueller Einfluss. Johnny braucht 2 weitere Freunde, um den nächsten Einflusslevel zu erreichen. Okay. Hier mit Kevin nur plaudern, bis du arbeiten gehen musst. Das ist sehr schön. Mit Ayana anfreunden. Oh, mal ein Auge, sie do ja. Mein Wiese oder Rumpalaya. So. Es wird alles gemacht. Zu viel essen solltest du ja eigentlich gar nicht, gell? Gambo ja Handa ja, lass ihn noch. So, dann lass dich dann nochmal hier hinsetzen und mit deiner Mutter reden. Du bist wach. Und. Du wirst dann einfach hier das säubern, damit die Putzfrau nicht so viel zu tun hat. Und was willst du denn machen? Fußball spielen. Aha, das ist jetzt wieder so ein typisches Ding, dass der nicht älter wird. Oder der ist verbannt, glaube ich. Das ist halt kacke, oder?
Ja, gut. Dann bist du halt verbuggt. Dann werden wir halt schon irgendwann ein Tor schießen, spielen, Fußball spielen. Musst du heute arbeiten? Nee, du hast heute auch frei. Das ist Warte mal, es kam vorher die Meldung, es kommt in einer Stunde. Was ist das für ein Müll? Okay, warte mal, anrufen, Sim. Da wird ein paar Mal irgendeinen Sim anrufen. Wen hatte ich denn da vorher? Die Ellen Wolf, genau. Plaudern. So, jetzt hat sich herausgestellt, dass er ein Chef der Bank ist. Und er schuldet mir noch was? Einen Gefallen, das nicht mal, wenn du zur Arbeit gehst, musst du führen. Was? Ich glaube, dass ich das Sportaktivität ausprobiert habe. Das hat Spaß gemacht. Das Baby kommt. Das Baby kommt, das Baby kommt. Hör auf, hör auf, hör auf. Das Baby kommt. Okay, die Babys kommen. Souffle? Sie sind nicht cool. Und es ist ein Mädchen. What is that, Amon? Oh, ist das süß. Hör auf zum Spielen, Opa, nimm dein Kind. Ne, warte mal, was macht sie denn? Ach, sie gibt's dem Onkel. Okay. Okay, wir haben wieder Mädchen und Junge. Okay. Wie cool ist das denn? Ja, gut. Engelchen und Bengelchen. So, die Familie hat zwei Babys bekommen. Der Klapperstorch war da. Die süßen Babys brauchen unbedingt einen Namen. Ja gut, okay. Wie nennen wir die beiden denn? Typisches... Keine Ahnung. Typische Zwillingsnamen. Für Mädchen und Junge. Habe ich aber den auch nicht genommen, gell? Lukas und Nina. Ja, warte mal, wie viele Sims habe ich denn da jetzt? 2, 4, 6, 7. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Das ist gerade ziemlich bescheiden, muss ich sagen. Weil wenn ich die beiden rausgebe, beziehungsweise wenn die Eltern gestorben sind, sind zwei Plätze frei und drei kommen dann noch nah. Okay, das wäre... Okay, das geht sich gerade so aus. Bist du deppert? Okay, gut, wie nennen wir denn das Mädchen und den Jungen? Julia und Julius, haha. Ne, ich wäre mal für Julia beim Mädchen. Und bei ihm... Johnny heißt er, der Vater. Ja, gute Frage, nächste Frage. Es ist dann auch schon bald die Folge zu Ende und ich überlege hier noch Namen. Ja, ich meine, ja, gut. Lass mich noch fertig überlegen. Julia und, Maurice? Nein, nicht Maurice. Julia und Florian. Julia und Florian. So. Was ist mit dir jetzt los? Bist du ein bisschen verbuggt oder wie? Ja, gut. Wir sind hier jetzt einer groß... Okay, du legst deine Nichte gleich mal ab hier. Was ist mit dir los? Er möchte so gut groß werden. Hier, ein Auto kaufen. Nee, warte mal. Du bist jetzt einfach hier arbeiten an. Motor. Genau, du arbeitest hier jetzt einfach ein paar Mal noch an dem neuen Auto. Und gut, beim nächsten Mal habe ich dann feste Beziehung. Mädel, du hast eine feste Beziehung. Du bist verheiratet. Alter, was geht mit der? Okay.
gut, dann werde ich jetzt hier aber mal einen Cut machen. Fürs nächste Mal werde ich dann ja, hier das Kinderzimmer etwas eingerichtet haben. Und ja, bis dahin sage ich ciao, ciao.